Willkommen bei CSA Automotive. V10 ist heute mal wieder angesagt. Ihr kennt das Auto bereits, wir hatten ein kleines Video. Es war der Heckflügel, der ist übrigens immer noch dran, auch bei über 300 km/h. Montage mittels 3M Klebeband. Wir haben jetzt ein Video für euch für die Performance Flaps, Facelift. Die kommen links und rechts an den Stoßfänger. Und für die Cup-Spoiler-Lippe. Und da versuchen wir eine ganz neue Montagetechnik. Ihr kennt es vielleicht noch von der grünen Mamba. Schauen wir mal, ob es klappt. Hier sind die Flaps 1, 2. Natürlich in Glossy in dem Fall. Wir haben hier sehr viele Glossy-Applikationen. Es ist der Single-Frame-Grill. Es ist hier unten noch so eine Spoilerlippe. Es sind noch so ein paar andere seitliche Sachen. Seitenschweller, die Blades und. Denk mal, das ist die beste Farbkombi. Mein komplett Carbon, Matt Carbon oder sowas würde sich sicherlich hier auch ganz gut machen. So, und die Dinger hier, jeder wird sich fragen, was haben Sie sich dabei gedacht? Nein, fangen wir mal hier an. So gehört das gute Stück dran. Was haben wir uns gedacht? Flaps, das ist im Übrigen ein bisschen angelehnt an die Le Mans Edition. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Gab es nicht ganz so viele Autos, kann man mal googeln, ist ganz geil. Und wir haben hier natürlich eine maximale Aufnahmefläche für das 3M Klebeband und wir haben entsprechend luftleittechnisch eine ideale Position und ein Ableiten der angeströmten Luft und somit gewissen Downforce. Ich finde, das macht sich auch hier, ne, Schwarz-Hochglanz, Hochglanz, hier seitlich, wenn du mal reinguckst, hier eine Linie. So muss es sein im Sportwagenbereich. Wie immer hier 3M Klebebänder und wie das funktioniert. Zeigt euch der Kollege. Genau. So machen wir das. Also als erstes mal die Klebebänder anlösen. Genau. Und ich mache schon mal sauber. Surface Cleaner, der ist wichtig. Den machen wir mal. Damit machen wir das mal sauber und er fummelt da schon mal die Klebebänder dran. Wir nutzen auch hier unser ganz potentes 3M-Klebeband. Wir haben ja verschiedene Versionen. Das auch entsprechend mit der großen Montagefläche. Wie gesagt, das Auto ist nicht gerade langsam. Und da kommt dann schon auch ein bisschen Druck drauf auf das Ganze. So, ein bisschen Luft muss es ja auch überall haben. Bitte denkt dran, ne? Alles in dem Auto bewegt sich auch ein bisschen, gerade bei den Cabrio-Modellen. Ne? Die Spider sind ja schon so eher wie so eine Hängematte, wenn man fährt. Und so eine gewisse Bewegung ist schon in Ordnung. Wir haben, wenn du das mal sehen kannst, wir haben jetzt hier im unteren Bereich die Führung von dem 3M-Klebeband. Hier ist die volle Auflagefläche. Hier oben haben wir keinen Klebekontakt, weil die Stoßstange sich bewegt und der Flap natürlich bei Fahrt sich bewegt. Wenn das Press auf Press wäre, hätten wir hier Scheuerstellen bzw. dann auch Geräusche. Aber mit der unteren Klebefläche, das ist bombenfest, die wird hier gestützt und dann wird sie hier nochmal gestützt. Also die Kraft, die kommt, überträgt sie auf den Stoßfinger. Alles simuliert, alles geil, passt. Also sehen wir dann bei 300. Ja. Praxis ist dann doch nochmal irgendwas anderes, ne? So, und dann haben wir noch die Cup-Spoiler-Lippe. Halten wir die mal dran. Ja. Also die darf nicht zu weit rein,
ne? Sondern die muss ein bisschen raus. Das ist vom Konstrukteur so angedacht, dass wir hier eine Kante haben und nochmal eine Kante. Weil die Positionierung ist natürlich das A und O. Ne? Also wenn ihr das zu weit reinhaltet oder zu weit raushaltet, dann passen halt die Berührungspunkte nicht. Und wir haben ja hier vor, das Ganze nur mit 3M-Klebeband festzumachen. Brandy zuckt schon. Naja, gut. Wir haben ja gesagt, wir haben ja momentan mehrere Test- und Erprobungsphasen. Also laut Berechnung sollte das soweit funktionieren. Wir haben ja hier wieder diesen ausgeschnittenen Spoiler, also dann auch das Ableiten der Luft. Und ja, das in Kombination sollte eigentlich V-Max tauglich sein. Aber alles Dinge, die wir ausprobieren. Ansonsten aktuell werden ja die Sachen ganz normal mit dem Nietverfahren ausgeliefert. Dann werden die ganzen Nieten hier vollumfänglich reingeschossen. Nee, das ist natürlich genial. So schlimm ist das bei dem Fahrzeugmodell auch gar nicht, weil ich glaube, die untere Lippe kann man extra kaufen bei Audi. Das heißt, der Stoßfänger, selbst wenn man jetzt hier vernietet und man will das Auto irgendwann wieder rückrüsten, da unten den Spoiler austauschen, man kostet auch Geld, klar, aber ist nicht so schlimm, wie kompletten Stoßfänger rauszureißen, weil das Zeug ist lackiert, geliefert. Ja. Bei 100%ig kommt das so, wie es ist, einfach schwarz hochglanz. Stoßfänger müsste man nämlich noch lackieren. Ne? So, das probieren wir jetzt mal aus. Dazu müssen wir allerdings die Schutzfolie schon abziehen. Hier, das 3M-Klebeband muss bis zu dem Punkt. Na? Genau, die vordere Fläche. Das sieht man hier, auch bis hier. Ne? Ja. Sehen Sie das? Ja. Sehen Sie, ne? Also die Anlageflächen gehen immer bis zu dem Wurf hier. Genau. Zu dem Radius. Der ist zwar nur ganz leicht zu sehen, aber der muss auf jeden Fall beachtet werden. Also, dann mache ich unten mal sauber. Sie tummeln mal das Klebeband drauf. Dann sehen wir schon, was läuft. So, Spoiler ist dran. Jetzt geht es dann nochmal auf die Teststrecke und wenn das soweit bestanden ist, machen wir auch mal eine längere Fahrt und da gibt es dann auch ein paar coole Fahrvideos, ein Circle, dass ihr euch das Ganze anschauen könnt und vor allem natürlich auch die Information, ob das Ganze gehalten hat. Wir haben hier unten auf jeden Fall jeden Quadratzentimeter nochmal zusätzlich gesichert, damit uns, falls es abfällt, nicht durch den Unterboden durchmarschiert, irgendwo rumfliegt, sondern eben dann hier da noch eingefangen wird. Ja, dann würde ich sagen, Brandy, Auto runter und dann schauen wir mal, was passiert. So, jetzt haben wir 600 Kilometer hinter uns. Spoiler hält nach wie vor. Ich habe auch ein bisschen Bedenken gehabt, aber 600 Kilometer sprechen auf jeden Fall für sich. Jetzt sind wir in Italien. Wetterbombe. Und hier ist eine richtig geile Strecke. Schöne Serpentinen am Gardasee. Besser kann es gar nicht sein.
Schaut euch das an. Ist das nicht ein tolles Panorama? Wir hatten Autobahn, wir hatten Landstraße, Serpentinen. Es war wirklich richtig actionreich. Wir haben auch den Top-Speed des Fahrzeuges fast erreicht. Also 3M Klebeband kombiniert mit unseren Spoilern und der entsprechenden Konstruktion funktioniert. Die ABE wird auch bald entsprechend beantragt und verändert. Und von dem her würde ich einfach nur sagen, Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schöne Grüße vom Gardasee.